Klaas, bitte. Wie kommen dir eigentlich deine Textideen? Meistens im Gespräch dann, also die konkreten Textideen dann tatsächlich im Prozess. Manchmal gibt es eine Idee, von der man denkt, das ist der Satz, dieser Gedanke, diese Grundidee ist es wert, einen Song zu schreiben. Und meistens merken dann Marc und ich, wenn wir uns damit genau auseinandersetzen, dass es dann meistens dann die Idee hinter der Idee ist, die es dann wirklich wird. Also meistens tatsächlich im Dialog. Das heißt, ihr schreibt auch, wenn ihr schon zusammen seid, oder sammelst du auch so schon unter der Dusche und so? Ja, unter der Dusche weniger. Also ich bin nicht so einer, der darauf wartet, bis er irgendwie bis er auf einmal irgendwie eine Idee hat, sondern ich setze mich schon hin und probiere das konkret. Also es kommt vor, dass ich Sachen schon habe, aber es kommt auch vor, dass das wirklich kleinste Fragmente sind, die dann so miteinander gemacht werden. Und dann hat man ja auch so auf 10 Quadratmetern, wenn man so zusammenarbeitet, ganz viel miteinander zu tun, aber auch manchmal ganz wenig. Dann sitzt der eine da und der andere da und das kann auch gerne mal eine Stunde oder anderthalb sein und jeder macht irgendwie gerade sein Ding und dann kommt man so Schritt für Schritt weiter. Das ist ganz, ganz gut. Wie habt ihr das überhaupt organisiert? Ihr seid in 2 verschiedenen Städten, habt wenig Zeit. Wie macht ihr das, dass ihr überhaupt da was zusammenbringt? Ja, gut organisieren. Also tatsächlich, da muss man dann schon die Zeit, die man hat und die man zur Verfügung hat, dafür aufbringen. Und dann muss man gut organisieren, das stimmt schon. Das ist so der eine Punkt, der so ein bisschen wegkommt vom völlig freien, leidenschaftlichen Musik. Obwohl es das dann ist, wenn wir uns treffen. Aber es muss halt schon sehr gut getaktet sein. Ne? Wünschst du dir dann mal vielleicht irgendwann auch mal einfach ein halbes Jahr frei zu machen von allem anderen? Ich würde irre werden. Ne? Nee. Nee? Nee. Okay. Das ist schon ganz gut, dass das alles so ist. Also das ist auch ein bisschen Persönlichkeitsfrage, sonst wird man das ja alles auch nicht machen. Ich zwingt mir hier auch keiner, das so zu machen. Ich bin ja der Architekt von diesem ganzen Kram. Und deswegen finde ich das in Ordnung so. Also ich komme schon ganz gut klar so, ja. Bist du dann in der Produktion auch noch dabei oder überlässt du das dann dem erfahrenen Marc? In dem Fall war es viel so, ja. Also wir haben schon immer da auch eine rege Kommunikation. Aber dadurch, dass Marc das Album auch produziert hat, was er, finde ich, auch sehr gut gemacht hat und man ja auch, selbst wenn man jetzt einen externen... Auch, danke. Selbst wenn man jetzt einen externen Produzenten hätte, würde man den ja auch mal in gewisser Weise mal machen lassen. Und es ist auch eine Erfahrung, die wir auch in vielen verschiedenen Gewerken gemacht haben rund um das Projekt. Also wenn man so seine eigene Vorstellung hat von einigen Sachen, sei es auch nur ein Video, finde ich es ganz gut, eine Idee rauszugeben, aber dann vertrauensvoll auch damit Leute zu betrauen, von denen man weiß, die können das gut. Also ich so diesen Fehler zu sagen, nur weil ich das hier entscheiden darf, werde ich dir jetzt meine amateurhafte Meinung aufdrücken und dann quasi die Kreativität für die man ja eigentlich mit jemandem zusammenarbeiten wollte, völlig eindämmt durch irgendwelche Regeln, die man aufsetzt, weil man derjenige ist, der damit ankam. Ging das dann auch wirklich so? Also mir geht es dann oft so, dass ich schon dann nach einer Weile sage, nee, irgendwie so habe ich es nicht gemeint. Klar, aber das ist ja dann schon wieder ein anderes Arbeiten. Also wenn man sich missverstanden hat oder wenn man das noch konkretisieren möchte oder präziser sein will oder sagt, das hast du, glaube ich, anders verstanden, als ich sagen wollte. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt oder so. Das geht ja, ja, aber dann ist es ja bereits im Prozess. Aber dass du nicht explizit sozusagen micromanaged, wie der jetzt sein Video dreht. Ja, genau. Wenn du halt einen Regisseur zum Beispiel verpflichtest und mit dem zusammenarbeitest und ihm dann jeden Schnitt vorgibst, da hättest du es auch selber machen können. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid jetzt... auf einmal ist die Sache auch live. Das ist ja für dich alles so, das erste Mal sozusagen. Ja. Inwiefern ist das für dich anders? Ist da was ganz besonders Schönes auch dabei? Vermisst du dann auch was von der Studioarbeit? Wie ist live anders für dich? Also was ich total angenehm finde, ist, dass ich diesen Prozess von, wir haben Songs, die teilweise natürlich auch im eigenen Kopf ein bisschen altern, weil man die dann teilweise schon ganz lange kennt, obwohl man der Einzige ist damit, oder wir beide. Und dann hat man in dieser Phase von, wir haben einen halbfertigen Song irgendwo auf einem Rechner oder auf einem iPhone gespeichert, dann gibt es auf einmal eine Demo-Version, dann gibt es eine etwas bessere und bla. Und das durchläuft so die ganze Evolution. Man hat diesen Song gefühlt 5000 Mal gehört und ist auch so ein bisschen distanzlos eigentlich, wenn man ihn dann so fertig hört auf dem Album. Und diese frische Art und Weise, die Songs nochmal zu hören, das kommt dann ganz interessanterweise zurück beim Live-Spielen und dann hört man die Platte auch wieder ein bisschen anders. Oder wenn man beim Radio ist oder so und auf einmal hörst du eine Moderation oder irgendwie so ein Musikbett von irgendeinem Radiosender und danach kommt der Song oder so. Einfach in so einem anderen Kontext. Und auf einmal hört man das wieder ein bisschen mehr so wie Leute, die den auch vielleicht zum ersten Mal hören. Und das ist ein total schönes Gefühl. Passiert es dann auch, dass ihr merkt, eigentlich jetzt, wo wir live spielen, müssen wir doch irgendwie und ihr dann noch ganz umarrangiert, weil ihr merkt, ihr wollt es doch anders haben? Nö, also in Kleinigkeiten gab es das mal. Also, dass wir einen Song ein bisschen anders spielen, als er jetzt auf der Platte ist. Gibt es schon hier und da, das sind aber Kleinigkeiten. Der eine, der vielleicht auf der Platte ein bisschen lauter ist, ist auf der Bühne ein bisschen leiser und andersrum. Ja. Aber
Das sind Kleinigkeiten. Eigentlich funktioniert es dann doch so, wie es. Ja, so war es auch gedacht. Also das haben wir auch schon relativ früh berücksichtigt, dass man in der Lage sein muss, die Songs dann auch so, wie sie sind, auf die Bühne zu bringen. Okay. Und wenn wir also die komplette Band sind, 6 Leute, die auch alle sehr schön singen können und dann auch die Backings und nicht nur das, also weit mehr als das teilweise auch bei bestimmten Songs, so auf die Bühne bringen, das ist schon gut. Und danach haben wir natürlich auch geschaut, wie diese Band Gloria dann irgendwann zusammenpasst.